Was geht ab, Leute? Guten Morgen hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, wir sind hier an den Hollywood Hills. Ich bin hier mit Marc unterwegs. Und zwar sind wir in L.A. Oh, ich bin so aus Atem. Und wir hiken jetzt zum Hollywood Sign hoch. Machen das erste Mal. Ich habe mich im Vorfeld im Internet informiert, wo man parken sollte, wie man gehen sollte. Und wir sind kurz vor Sonnenaufgang, deswegen müssen wir uns beeilen. Wir gehen mal hoch und von oben zeigen wir euch gleich, wie es aussieht. Auf geht's. Wir sind fast da. Oh, hier ist der Rasensprenger, der macht uns gleich nass. Krasse Scheiße. Boah. Also ich kann euch sagen, Ziel natürlich für uns ist es, vor Sonnenaufgang da zu sein. Weil diese Blue und Yellow Hour vor der Golden Hour, quasi wenn die Sonne aufgegangen ist, das sind halt diese schönen Himmel, die ihr mal auf Instagram und Co. seht. Also ihr müsst dann immer den Early Bird spielen. Da hinten sieht man das schon ganz leicht am Horizont, ich zeige euch das gleich. Das sieht so aus wie Feuer, als ob der Himmel unter Feuer ist. Krass, da oben ist noch der Mond. So, und jetzt glaube ich müssen wir rechts. Weiter geht's. Local Street, Traffic Only. Boah, Junge, das ist ja noch heftiger. Stell dir vor, du wohnst da und hast hinter dir direkt das Sign. Alter, heftig. Man darf im Prinzip hier nicht hinfahren und nicht parken. Erst recht, du wirst auf jeden Fall abgeschleppt. Auch hier, da seht ihr es. No Smoking Area. Ist auch voll verständlich. Hört man auch immer wieder in den Nachrichten, dass hier Hollywood Hills unter Feuer stehen. Es gibt hier oben wohl auch einen ganz berühmten Baum, der bei dem letzten riesigen Feuer als einziger Baum da oben stehen geblieben ist. Ist auch so ein Monument. Mal gucken, wenn wir Zeit haben, gehen wir da auch noch hin. Jetzt müssen wir mal eben aufs Navi schauen, ob wir hier links oder rechts gehen müssen. Sieht man das? Guck mal, wie der Himmel jetzt schon am Brennen ist. Ich wäre am liebsten jetzt schon da oben. Mega nice. Was uns beeilen mag. Dass das relativ schnell brennt, kann man auf jeden Fall erkennen. Ach krass, jetzt sind wir hier bei diesem heftigen Haus gerade. Ja, man kommt immer näher und näher. Heftig. Ja, dass hier Träume geboren werden, kann ich verstehen. Ne? In Hollywood. Ist natürlich alles wie ein Hollywood-Film hier gerade. Echt, fehlt nur noch, dass wir verhaftet werden. Naja, weiter geht's. Hier, von hier aus, der Blick ist schon unfassbar. Da oben. Huh. Hier, da hinten seht ihr noch die glühende Stadt. Und die, den Himmel wieder so anfängt, rötlich-bläulich zu werden. Und unser Ziel ist es, da oben über dem Sign zu sein. Und ein paar coole Shots zu ziehen, würde ich mal sagen, ne? Weiter geht's. Lang. Da wollen wir hin. Jetzt gehen wir hier mal drüber. Ja, jetzt kann man schon... Hier seht ihr auch immer diese ganzen Warning-Schilder. Kein Smoking, kein nix. Auch hier, dass man dann quasi Restricted Area. Motorcycles, Motorscooter. Ja, geil, wir gehen mal weiter. Niemals nachmachen. Nehmt den offiziellen Weg. Wir wissen es immer besser. Und wie ihr seht, wissen wir gar nichts besser. Deswegen. Aber illegal, Beste. Ein Spaß. Das ist auch ein netter Weg, hier mit seinen Hunden mal spazieren zu gehen. Guck mal, da vorne haben wir die heftige Stadt. Weiter, weiter. Schon zu spät. Ich wäre jetzt schon gerne da oben. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Aber egal, wir machen das Beste draus. Deswegen plant lieber ein bisschen zu viel Zeit ein und wartet dann lieber, falls ihr da hochgehen solltet, da oben. Wir sind so circa um 5 Uhr aus Venice losgefahren. Ja, und wie ihr seht, sind wir zu spät. Ein wenig, ist jetzt nicht
Allzu schlimm, hier ist auch nichts los. Wir haben gerade die erste Frau gesehen, die mit ihren Hunden Gassi geht. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall oben. Oben ist nicht ganz so viel los. Schauen wir mal, weiter geht's. Bis jetzt haben wir noch keinen anderen gesehen. Aber ich bin auf jeden Fall am Schwitzen. Minus. Also ich muss euch sagen, das letzte Stück hier zieht sich echt extrem. Wir standen quasi schon bis so auf 50 Meter vor dem Sign. Oder sagen wir mal maximal 100 Meter. Und jetzt müssen wir quasi nochmal komplett um den Berg rumrum. Und ja, ich habe keine Ahnung, aber wir gehen jetzt bestimmt schon seit gefühlten 20, 25 Minuten einmal um den Berg drumherum. Und wir sind noch niemals da. Ist natürlich nicht so geil. Aber wie gesagt, das ist auch wieder eine Zeitplanung, ne? Soweit ich weiß, kann man auch hier unten irgendwo parken. Von da unten und hochgehen. Aber wir haben uns für diesen Weg entschieden, weil der auch eigentlich der kürzeste sein soll. Das wäre schöner, wenn du die ganze Zeit an diesem Hollywood-Zeit vorbei. Genau. Du gehst halt auch einfach frontal, hat der Marc recht. Du gehst auch einfach dran vorbei. Kannst schon mal ein paar coole Shots machen. Siehst die Stadt auch. Sieht halt mega fett aus, ne? Wohingegen dieses Valley hier, ja. Nichts Besonderes, ne? Naja. Weiter geht's! So, Freunde, hier haben wir es geschafft. Oberhalb vom Hollywood Sign. Hat sich echt mega gelohnt, hier hochzugehen. Jetzt nochmal auf die Plattform. Hier oberhalb ist eine Plattform, wo Leute die ganzen Fotos machen. Aber heftig. Kein Spaß. Wenn ihr in Hollywood in LA seid, kommt vorbei. Checkt das auf jeden Fall ab. Heute ist natürlich der perfekteste Tag dafür. Und ja, hier seht ihr auch, wie krank das hier aussieht. Und das kommt davon, wenn man denkt, man ist alleine. Man ist in LA und New York niemals alleine. So Leute, hier die letzten paar Meter, bis wir hier oberhalb sind. Mal gucken, was wir jetzt hier an Shots hinkriegen. Aber wenn hier viele Leute Fotos machen, sollte es eigentlich ganz nice aussehen. Mal sehen. Wir sind hier zu. Hi. Okay, Leute. Das kann es wohl laut sein. Okay, das ist. Wir haben natürlich auch ein Bilderbuch morgen erwischt. Muss man schon sagen, ne? Also, mega krass. Ja, und das eine Haus, was wir gesehen haben, ist das da unten direkt vor dem Sign. Das da. Krass, da unten standen wir. Und da mussten wir im Prinzip den ganzen Weg hochgehen, bis wir jetzt hier oben sind. Aber ich kann euch sagen, hat sich gelohnt. Also macht das auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt hier noch ein paar Fotos auf und gleich auf dem Rückweg zeige ich euch noch ein bisschen was. Und wir müssen ein bisschen die Gunst der Stunde noch ein bisschen nutzen. Mega nice, aber jetzt wird es auf jeden Fall schon voller. Gerade eben waren wir noch zu sechst. Jetzt sind wir hier schon zu, ich würde sagen, 12 und es kommen stetig Leute nach. Aber die meisten haben nur ein Handy dabei, deswegen nehmt auf jeden Fall eine Kamera mit, wenn ihr könnt. Der Blick, das Feeling hier ist einfach mega nice. Also, ich weiß nicht, ob der Marc das bestätigen kann, aber. Das ist unfassbar. Ja, man fühlt. Sonnenaufgang schon wieder. Ja. Die Farben sind einfach wie gemalt. Es ist einfach, ja, hier kommt schon die nächste. Und mega. Check, haben wir gemacht. Ey, ich habe aber so viele Dinger gesehen, wo die einfach neben den Schildern standen. Die sind einfach hier rüber gerannt. Ja, aber das ist ja echt risky risk. Ja. Da sind auch 100 pro überall Kameras. Da unten. So, Freunde, das war's jetzt. Wir gehen jetzt wieder runter.
macht das auf jeden Fall, checkt auf jeden Fall das Hollywood-Sign ab. Also ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert und definitiv bei Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Ich würde aber eher bei Aufgang empfehlen, weil dann hier nicht ganz so viel los ist. Die meisten stehen nicht um 5 Uhr morgens auf. Das ist krass, Alter. Man sieht hier immer wieder relativ viele Leute hochlaufen und dann wieder runterlaufen. Aber der Berg ist auch mega anstrengend. Naja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach unten. Wir haben jetzt so circa 40 Minuten, bis wir das Auto wegsetzen müssen. Und hier nochmal ein letzter Blick. So, jetzt aber. Ab geht's. So, Freunde, lasse euch natürlich genau wissen, wo wir geparkt haben und welchen Weg wir hochgegangen sind. Unten in der Infobox. Und checkt das auf jeden Fall ab, falls ihr Bock habt, das einfach mal nachzugehen. Wie gesagt, plant auf jeden Fall viel Zeit ein. Und wir gehen jetzt mal runter zum Auto, weil wir in 40 Minuten da unten sein müssen. Ich denke, das werden wir easy schaffen, aber ansonsten gehen wir die Gefahr, ein Ticket oder abgeschleppt zu werden. Und die Gefahr wollen wir nicht eingehen, weil wir gleich noch zurück nach Venice müssen. So, Leute, hier ist der berühmte Platz, wo sich Gott und die Welt hinstellt und das Foto macht. Ja, nice. Also Leute, ich kann euch halt sagen, zu diesem Platz hier braucht man von dem Parkplatz, wo wir geparkt haben, ich würde so sagen, so 15 Minuten. 15 bis 20 Minuten. Dann steht ihr halt auf diesem Platz, der berühmt-berüchtigt ist für diese Fotos vor dem Sign. Ne? Und wenn ihr nochmal hochgehen wollt zum Sign, müsst ihr halt so einen ewigen Bergpass rumrum gehen, quasi, bis ihr dann da hinten ankommt. Da müsst ihr eigentlich nochmal 40 Minuten einplanen. Und ich gehe dem Marc einfach mal hinterher. Ich glaube halt nicht, dass das so gewollt war, aber ja, hier müssen wir jetzt wieder runter, weil da unten haben wir geparkt. Der Marc gerade gesagt, und ja, da denkt man so gar nicht drüber nach. Es gibt hier auf dem Weg nichts zu kaufen. Also ihr könnt euch keine Getränke kaufen, keine Essenssachen, keine Restaurants. Wenn ihr da hoch wollt, nehmt euch was zu trinken mit, eventuell noch was zu essen. Plant so 2-3 Stunden ein. Aber es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwo zu halten, so wie man das an anderen touristischen Spots kennt, und sich da quasi zu verpflegen. Das ist echt komisch, aber hier anscheinend gang und gäbe. Ich denke mal, die in Hollywood wollen auch nicht so viele Touristen hier haben. Deswegen wird das wahrscheinlich der Grund sein. Naja, auf jeden Fall nur als Tipp. Na, drück nochmal. Wir sind nicht abgeschleppt worden. Die Frage ist jetzt nur, haben wir ein Ticket gekriegt oder nicht? Sagst du? Nein. Ich sag auch nein. Immer positiv denken. Naja. Weil wir haben hier nämlich dieses Zeichen hier. No parking 8 a.m. to 4 p.m. Und ja, schauen wir mal. Haben wir ein Ticket? Kein Ticket? Geil, Junge. Auf jeden Fall. Stark. Komm, wir fahren. Geil, Alter. Ja, Jungs, dicke Empfehlung. Dicke Empfehlung. Checkt das auf jeden Fall ab, wenn ihr in Hollywood seid. Das Sign. Die Zeitinformationen und sowas schreibe ich euch alles in die Infobox. Und das war's auch wieder für den Video. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren und ein Like dazu lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out. Ciao.